sie gewillt waren, das zu verhindern, nicht in der Lage waren dazu. Und deswegen sagen wir, die Struktur und die Idee der UN ist deshalb auch gescheitert. Und deswegen sagen wir, es ist eigentlich schade, dass es sie gibt, gehen wir eigentlich drüber hinweg. Was meinen wir? Wir sagen nicht, irgendwie, wir meinen damit nicht UNESCO, irgendwie die Kultur, wir meinen damit nicht die UNICEF, die irgendwie Kinder heilen oder so. Wir meinen damit die grundsätzliche Struktur und die Idee der UN, die Menschenrechtsverletzungen zu behindern und massive Kriege nicht ausbrechen zu lassen. Ne? Wir können uns durchaus vorstellen, dass angenommen, wir würden die UN abschaffen, dass es trotzdem noch sowas wie UNESCO oder ein Kinderrechtsregime kann. Das ist nicht irgendwie ausschließbar. Wir reden grundsätzlich hier. Das Ziel ist eben, Frieden zu sichern und Menschenrechtsverletzungen nicht zuzulassen. Und das sagen wir, das schaffen wir nicht. Und der Grund dafür ist, dass sie diese Konsensstruktur haben und diese Strukturen haben, dass Nationalstaaten, das Konstrukt, egal ob es Mikronesien ist oder Brasilien, irgendwie entscheiden kann, was passiert und irgendwie gleich wieder recht haben. Das sind veraltete Strukturen, die so keinen Halt mehr haben. Und wir glauben, wir können nur gemeinsam vorgehen, dass das keine Maxime mehr ist, die im 21. Jahrhundert Halt hat. Wir glauben, dass es gut ist. Und deswegen sagen wir, mittelfristig macht das keinen Sinn. Was meinen wir nochmal mit mittelfristig? Wir haben keine Ahnung, irgendwann können wir uns vorstellen, dass es eine Welt geben kann, in der vielleicht die staatlichen Strukturen nicht mehr so sind, wie sie heute sind, wo wir mehr Blöcke haben, wo wir vielleicht andere Probleme haben auf der Welt, dann macht es vielleicht Sinn, wieder so konsensual zu arbeiten, aber gerade sehen wir keinen Grund, das zu tun, wir sehen eher Probleme damit und deswegen wollen wir das nicht. Wohin führt nämlich diese Art Konsensstrukturen, diese Veto-Idee? Ne? Es führt dazu, dass Menschenrechtsverletzungen nicht verhindert werden können, da wo eigentlich Staaten, wie zum Beispiel westliche Mächte, die USA und die anderen Staaten, gewillt sind, diese das haben wir gesehen in Uganda, das haben wir gesehen jetzt in Syrien, das haben wir gesehen in Kosovo, wo es verhindert wurde, gegen das UN-Mandat, nicht wahr? Wir glauben, oder wo es kein UN-Mandat gab. Wir glauben, das sind Probleme, die es auf der Welt immer wieder gibt, weil es immer wieder Konflikte gibt und wo einige Staaten in der Lage sind, was zu tun, aber es nicht können, weil sie sich an internationale Regeln halten müssen oder teilweise auch nicht gewillt sind, das zu tun, wie zum Beispiel in Kosovo oder in Jugoslawien, aber wir glauben, dass sie oftmals dieses Opfer, irgendwie international Unsinn zu machen und jetzt irgendwie gegen staatliche Rechtsordnung zu verstoßen, oftmals nicht bringen wollen, dass sie zum Beispiel in Ruanda das nicht machen. Was okay. Haben wir immer da? Sagen wir mal, Ruanda hat nicht funktioniert. Afghanistan zum Beispiel, da hat die UN eine Mission beschlossen. Es gibt also Dinge, die funktionieren, welche, die nicht funktionieren. Warum ist jetzt die gesamte Idee gescheitert? Kommen wir mal entscheiden. Ja, aber das tut so oft nicht leider. Du kannst ja sagen, okay, manchmal wäre das ein Grund geben, warum es manchmal funktioniert, manchmal nicht funktioniert. Und der Satz, dass es manchmal funktioniert, heißt nicht, dass die Idee gut ist, konsensual zu entscheiden, weil das Opfer ist, dass immer wieder Leute an Genoziden sterben, das Opfer ist, dass wir nicht eingreifen, wenn wir sehen, dass Frauen, in Irak so die Genital verstümmelt werden, und das Opfer ist, dass wir sehen, dass wir da nichts machen können, obwohl wir alle uns einig sind, dass das gar nicht geht. So. Okay. Wie kann das also, was ist jetzt die Alternative? Wir müssen uns ja fragen, warum das eigentlich passiert. Der Grund ist ja, dass diese Bewegungsmächte oder diese Konsensentscheidungen immer damit verbunden sind, dass einzelne Staaten egoistische Interessen haben. Und wir glauben, das ist das Problem. Die UN als, das ist auch diese Asymmetrie. Die UN als Organ, das sich eigentlich in die Fahnen geschrieben hat, irgendwie altruistisch und gut zu sein, ist einfach beherrscht von Staaten, die es eben nicht sind. Die eben Einzelinteressen haben. Wir sagen zum Beispiel, im Irak, da wollen wir nicht, oder in Syrien, da wollen wir nicht, dass andere Mächte eingreifen, weil wir dann einzelne Interessen vielleicht einbringen müssen. Ja? Es gibt vielleicht auch Ausnahmen davon, das sehen wir auch ein, es gibt vielleicht auch Staaten, wo irgendwie, was nicht in einem Genozid passiert, aber dass irgendwie so ein Land illegal ist, die irgendwie relevant sind auf der Welt, dann sagen wir, okay, lass uns da eingehen und lass uns das machen, aber das ist irgendwie trotzdem kein Grund, dass es gut funktioniert. Wie kann es also besser passieren? Wie stellen wir uns das vor, wenn es die UN nicht gegeben hätte oder wenn das irgendwie nicht passieren würde? Wir glauben, besser ist es, wenn sich Gruppen von Staaten einfach zusammenschließen. Geben Sie einfach mal ein Beispiel. Ne? Ihr werdet alle fragen, was passiert denn, wenn das eben nicht konsensual passiert, dann brechen doch Kriege aus. Aber glauben wir, das passiert nicht immer. Gucken wir uns zum Beispiel Syrien an. Wir glauben, dass wir eine große Koalition haben an Ländern, die sagen würden, dass was in Syrien passiert ist, mit den chemischen Waffen gegen sein Volk vorgegangen ist, das geht nicht und das kann so nicht passieren. Gibt es was Fragen? Zu Syrien. In Syrien ist es ja der Fall, dass die UN selbst nicht durchkriegen konnten und sich Koalitionen gebildet haben, wie zum Beispiel die Türkei, die sämtliche ISIS-Rebellen geliefert hat oder eben auch Saudi-Arabien, die ähnliches getan haben. Wie glaubst du dann, dass solche Eigeninteressen dort so ein Messenergebnis für eine Pilatgalsehung des Systems scheitert, wenn die UN nicht dabei ist? Diese Eigeninteressen, die der Saudi-Arabien gestoßen sind, an gewisse Grenzen. Wenn das einzige Hürde ist, zu sagen, geht nicht,
nicht nach Syrien, weil dort meine Interessen verletzt werden, die ich dort hege, ist, ich muss jetzt ein Veto in die UN einbringen, ist diese Hürde nicht so groß. Wenn dann andere Länder trotzdem tun und sagen, gegen ein Embargo oder ohne, dass es überhaupt gibt, gehen wir jetzt nach Syrien rein und gehen dann mit Bodentruppen rein und beherrschen das Land und schaffen Assad ab, dann sagen wir, ist Russland vielleicht nicht gewillt, diese weitere Hürde zu gehen, jetzt selber militärisch aktiv zu werden. Nur weil ich einzelne Interessen habe, heißt es nicht immer, dass ich auch bereit bin, diese Interessen militärisch zu verteidigen. Das ist genau der Knackpunkt, dass wir glauben, dass bei diesen Menschenrechtsverletzungen, von denen wir reden, von diesen Genoziden, die wir reden, dass es da immer eine große Mehrheit gibt an Ländern, die sagen, ja, hier wollen wir das tun. Und eine kleine Minderheit sagt, ja, aber nein, das wollen wir nicht, um das damit zu verhindern. Wenn jetzt aber die kleine Minderheit eine größere Würde hätte, um sich selber militärisch aktiv zu werden, würden sie es im Regelfall nicht tun. Das heißt, sie könnten Menschenrechtsverletzungen verhindern und die Gefahr, dass dadurch Kriege ausbrechen, ist immer noch relativ gering. Deswegen glauben wir, dass wenn sich diese Gruppen von Staaten zusammenschließen, die auf einer Basis das machen, dass sie eine gemeinsame Idee haben, ein gemeinsames Ziel haben und es eben nicht die UN ist, die sich das so auf die Fahne geschrieben hat, aber die aus massiv vielen Staaten besteht